And he'd done well to get himself in a position for an 11 darter, and he's going to have to rely on a mismatched dart. Game shot, and he doesn't miss it. Gary Anderson. Really edgy at the end. Yeah, well, I cannot quite believe that, and neither can he. Well, this will be the steal, a real steal. Game shot on the eighth leg. Could end here. Yep, to wrap it up, 6-3. 11 and ball. Treble 11 for double 14. What a way to win the match. Absolute quality. For the match, and again, could be at the ball. Treble 18 now for ball. Yep. Oh, what a way! What a way to win! He missed darts here. Now, is this the chance? For Mervyn. It is the chance. Can he take it? He needs a treble with the second one. He gets it. He needs the ball! He gets the ball! Decent recovery. He needs the ball. There isn't a clear path through, though. Oh, that's an amazing dart! No wonder the... Hit that with Smith closing in. Double 11! Got to go for it. Oh! 142. Jeffrey does well. To the 17 routes the normal way. Another one of those. Tops! That's unbelievable! And 142. He may have to take out 145. Surely not. Will he settle winning it this way? Like a fly landed on his head then. Fly for luck, Michael. Fly for luck, Michael. Game shot. Absolutely. Over 103. Peter Wright over 102. Treble 19. Missed the ball earlier, didn't he? For this. Surely he can't. Oh, yes, he can. Magical from Michael. Erster Matchstart vergeben. Das zweithöchste Finish steht bei Callan Ritz. Noch möglich. Triple 19. Bullseye! Bullseye! Wo kommt denn das her? Glaubst du das? Der knew that was D'Souza's turn to attempt 100. He finds a treble. Game shot. And the double. Does he D'Souza? Will only be one dart at double at best for Gary Anderson. It will be one dart. He does go to his trusty tops and he takes it to top. The pace of that throw was very unusual. Match dart, surely. Lennon looks to the heavens. Darius looks at tops. And that bonus chance is taken. 130 and the 152 that started the assault. This is tricky. He does have a choice of moving here to treble 16, but he's found a way somehow, and it's that double 12 again. Game shot and the match. But seal. Oh, this would be a big shot. This would really hurt Keane Barry. Game Wonderful shot. Stuff from Michael Smith. With two trebles approaching the 116, this is a lot easier. He gets a match dart. Game shot. And Devin Peterson, his run continues. He's good, mate. Good bullseyes this week already. He got one in the semi-final against Vandevort to finish him off. No bullseye required for Jose. It's tops again. Game and he's in front again. Look at that. Right in the middle of... 1-9, which is not the greatest of leaves, if we're honest. The bullseye. Game and shot. Rob Cross and the match. Left an awkward 119 and ranking title. One treble required. There it is. For tops, that was not a good dart, but it was a lucky one. It's tops. Cullen thinks it's done. And it is! And the match, Damon Heater. Damon Heater is now a winner on the floor, as well as on the stage. He joins in a... 1-2-1 checkout. Is it bullseye first for Boris?
No, he's going the conventional route. Very steel tip from the soft tip expert. Now it's the bull. And these soft tip players love a bullseye. Pen shots. He's looking to pop another. What's he thinking here? Going down, I think, for treble 17. To end on double 12. Same shot. Back to leave himself on 72. Two double 18s for this guy, surely. Oh, it's a great lie. Oh. I'm going to make him pay for that decision. Still on, treble 20. For the ball. And what a shot that is from MVG. Cole Smith. Gets a dart at the ball. And the bully boy wins it on. Didn't he? And there's loads of room for another. Oh my word, double 16. Oh, you just knew it. You just knew it. Jose de Jason Lowe, 1-3-2. It might need to go to save his skin. Treble 19. Bullseye for a skin saver. Oh, that is a shot and a half from Jason Lowe. Scratch the wire. We've already seen a 164 from this man. Is he going to finish it with a 140? He does. Martin incredible. Just a little glimmer of light here for Luke Humphreys that maybe two visits, but could he get it done in one? Could he get it done in one on double 11? Oh, what a shot that is. For right here, right now. Right on the money. Peter. Have a look at Andy Bolton's darts next time you see them because they're quite new. Another one of those for double 12 out of nowhere. Game shot. Where on earth has he found another big out? He might. Oh, it's double 14 again. And don't leave him on double 14. He's going 20s. Double 13. Game oh, shot. How good is that? Look where De Souza's sitting on double. And Gurney could punish him here. A nod of the head from Big Dev. A shake of the head from Big Dev. And James is going under the radar again today. Double 17. Do what you want, Jose. You have to. This would be unreal. And it needs to happen for the diamond. Double 19. Iron ring, spectacular stuff. Ian White with a 155 checkout. Rutaisky sat on tops for the title. And all of us. This will be a bone cruncher. That one is central. That one is perfectly positioned. Game and shot. That one's in. That one is a progress this afternoon. So he'll be wanting to get off to a good start. This would be a sensational game start. Shot. What a start from Fancy. First round exit, first day. Second round exit, second day. Third round exit, third day. As MVG wants the ball. Game and shot. Pins it for a 164. Darts of a. In double 16 this time. Now perhaps it's Wright's turn to steal a leg. And what a steal it would be. A snake bite game still. What? Can Wright win it with the biggest of the lot? Behave, Peter. To cap the most incredible day of darts. Bullseye. And Peter Wright pins the big fish, the 170, to win the final. Are we about to witness a moment of magic? A tungsten tide turner from Glen Durrant. Yep. Needs the ball. Gets the ball. 100. Another. Bullseye.
Oh, Devon Peterson, it's 170. First darts in. Lands a bedfellow. Wants the ball. Game shot. Oh, 100 Punkte jetzt checken. Er braucht einen Triple. 80 Rest. Tops, tops. Ja, Matchstart für Joe Cullen. Und oh, er ist drin. Ist das stark? Ist das stark? Das gibt's doch nicht. Come on. Er checkt diese 100 Punkte zweimal über Tops und gewinnt wieder so. Er hat 43 Punkte geworfen. Von 144 geht er auf 101. Ja. Und die checkt er jetzt mit Bull 1 Bull. Okay. Stark. Jawohl. 41 Rest. Es gibt den Matchstart. Es gibt den Matchstart auf der Doppel 16. Den Matchstart für Jason Law und der ist drin. Oh, hi, ho, hi. Wenn er jetzt mit dem ersten Dart die Triple 20 trifft, kriegt er seine fette Chance, das Match zuzumachen. Ja. Er braucht einen Triple. 82, Triple 14. Nee, Bullseye. Das ist der Matchstart jetzt auf der Doppel 16. Und diese Doppel 16 wollte er die ganze Partie hinweg eigentlich nicht spielen. Jetzt muss er ran. Jetzt hat er die Chance bei 32 Punkten Rest. Und der ist drin. Das ist der Sieg. Was für ein Spiel. Das 4:2. Dafür ein Gesicht zieht, der ja auch selber weiß, was er hier für eine Doppelquote gerade auch auf die Doppel 20 hatte. Und schau mal, 50 Rest, 18 für die Doppel 16. Und ja, Dolan ist unfassbar konstant und gut. Immer wieder mit einem Dart. Und das heißt, die 107 muss fast raus jetzt von Bunting. Doppel 16. 18 für Doppel 16. Doppel 16 nochmal zum Ausgleich. Und wir gehen hier in Satz 7, in das letzte, in das entscheidende fünfte. Hat dieses Shanghai-Finish vor der Flinte. Ja. Der trifft den ersten Dart im Triple-Segment. Okay, Match-Dart für Adam Hunt. Und der ist drin. Und der ist drin. Weil Lisa. Ich gebe Heimrichs ganz kurz zur Worte. Sagt 121, das könnte mein Satz sein. 61 Rest. Er bekommt den Dart auf Doppel 14 zum 3-1. Und rein damit. Und damit führt der Hurricane mit 1. Gerne mal über die Planke. 125, das ist eine Chance, Shorty. Das ist eine Chance. Absolut. 125 ist machbar. Guck mal, 75 Rest. Schau mal. Passt. Er braucht jetzt noch das Bullseye. Spielt Waits hier. Bullseye, Single Bull, Bullseye, um das entscheidende Break in diesem Match zu spielen. Ja. Dann könnte sein, dass die Decke hier einreißt. Ja, das tut er. Dass die Lampe fliegt. Oh, ja, mitten rein. Mitten rein. Mitten rein. Saustarker Moment. Unglaublich. Eben hat er noch die Darts Meter weit am Doppel vorbeigeschmissen. Rechts vorbei, links vorbei. Und hier spielt er Bullseye. Die Chance, um hier mit 3:2 in den Sätzen in Führung zu gehen. Oh ja, der erste steckt. Doppel 6. Oh ja, Doppel 6. Setdart. Yes, come on. Er checkt 126. Das ist dieser Moment, den er braucht. Zwei. Dass er den Kurve nicht mehr kriegt. Also hier. Mit allem, was er an Konzentration hat, auf die 129 nochmal absetzen. Der Dart fühlte sich nicht gut in der Hand an. Ja, 72. Doppel 18, Doppel 18. Oh. Jawohl, dann klappt doch mal sowas. Das ist ja wie Medizin. Das ist ganz interessant gerade gewesen, Dragutin. Schauen wir immer auf die 131. 80 Rest, Tops, 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 ja. Tops. Von Gary Anderson. Ja, ja, der ist sowas wie der Erfinder von Tops Tops. Das gibt's doch nicht. 131 Punkte checkt er. Es gibt auch keinen zweiten, der die Tops ist. 141 Rest. Habt ihr nicht gefragt, wer hier Neuner wirft? Und dass James Wade meistens den besten Platz hat. Und jetzt ist es die Möglichkeit. Auf der Doppel 2. Die ist direkt da. Ich werde bekloppt. Es ist tatsächlich James Wade. 143, wenn er das jetzt macht, wenn er jetzt 143 hier rausnimmt. Okay. 83 Rest. Triple 17. Spielt er die für die Doppel 16, die er gar nicht so oft spielt, gar nicht so gerne spielt. Und jetzt hat Gurney schon das Kopfschütteln drauf. Hast du es gesehen? Ja. Und Doppel 16 und 143 geräumt. Das zweite. Kamp muss jetzt mal einen auspacken. Der kommt jetzt aber langsam. Van der Voort, der steigert seinen Average von 88 im ersten Satz mittlerweile auf fast 99. So. Aber holt er einen raus? Holt er den raus? Er holt ihn raus, die 100. Schon gesehen, das ist machbar.
Gerade Chisi ja einer da oben auf die Triple 20. Gut, da ist der erste schon drin. Noch einer. Ja, für die Doppel 12. Okay. Wow. 144 Darts auf Doppel 16 gleich. Ja, das fast hätte er gezwungen, jetzt die 146 auszumachen. Aber die kämen ja wirklich aus dem Nichts. Er hat die 109 gecheckt, ja, im ersten Leg. Okay. Wow. Doppel 16. 146. Und das ist jetzt vielleicht genau der Moment, den er braucht, um hier. Nur dann, wenn Lorby jetzt 148 Punkte checkt. 121 hat er eben. 88. Okay, Doppel 14. Das gibt's doch nicht. Ist das geil. Das. Dann ist es wieder die Doppel 10. Aber wir schauen auf die 148 von Bunting. Tops. 148 gecheckt. Was für ein Finish hier. 160 hat er auch schon gecheckt. Ja. 93, Doppel 18, 150 Punkte von Nathan Espinel. Und das in dieser Situation. Und das im Entscheidungssatz. Wo kommt das jetzt her? Diese 167 wurde noch nicht gecheckt bei dieser Weltmeisterschaft. Doppel 18. Och, aber die 150 nimmt der Van Gerven mit. Und damit ist er wieder drin hier in Satz Nummer 2. Aber weit, ist auch noch die Distanz für Michael van Gerwen. Aber 150, nicht unmachbar. Geht über die 19, Doppel 18. Und da ist die 150. Right, here we go, 152. Final 20, Doppel 16. Oh, Stand für 152. 50 Rest noch von Durant. Wir müssen noch so eine, ja, halbe Sekunde runterdrehen. Noch so eine halbe Sekunde langsamer werden. Dann funktioniert auch alles bei ihm wie aus einem Guss. Doppel 20, 154. Und Durant ist da. Was ein Konter. Und schafft das Break. Und das ist jetzt auch in diesem Leck klasse von Danny Baggish, dass er hier die 180, die 100 spielt. Nein, das glaube ich jetzt nicht. Doppel 20. Da das glaube ich jetzt nicht. Was stimmt hier gerade nicht? Präzisionssportart, fühlt sich das so an. Oh, Konter. Dann ist es natürlich echt ein Kopfproblem. Konter. Doppel 20. Die 160 haben wir schon einige Male gesehen bei dieser Weltmeisterschaft. Und hier kommt sie zum Satzgewinn. Diese wunderbare Halle ist. Geht da rein, ist ergriffen. Price geht da rein und sagt, wie kann ich das Ding hier kaputt hauen? Wie kann ich dieses Board hier so rocken, dass ich das Ding hier gewinne? Und auch die 161 gehen nochmal ganz entspannt in die Richtung Price. Und Anderson steht bei 9. Start für Simon Whitlock. Wenn Labanauskas hier nicht einen auspackt. Ja, ja. Bulsa. Wäre das höchste Finish bislang bei dieser WM, diese 164. Whitlock legt das hinten für Lucky ab. D. Ja. Oh, yes! Wahnsinn. Schöner Moment. Und er holt sich und er kriegt den Applaus von Simon Whitlock und holt sich diesen vierten Satz. What a way to finish. Die 164 lösen also die 100. Ihn hier zu besiegen. Ja, aber Dolan braucht halt dieses Break, ne? Ja. Boah, da ist die 170 von Price. Oh ja, zum dritten Mal sehen wir den Big Fish. Liegen im Average dieses Spiel zu diktieren, das ist auch eine große, große Kunst. 170. Na, na bitte. Nein, Bullseye. Er spielt nicht so gerne. Hey. Das Bullseye wollte ich gerade sagen. Der vierte Spieler bei das dieser Weltmeisterschaft, der diesen Big Fish hinbekommt. Und weißt du was, der Van Dijvenbode wirft das Ding jetzt zum zweiten Mal. Das ist der dritte.